Herzlich willkommen bei Ketogenics. Ich zeige euch jetzt ein paar Sachen über Gemüse. Gemüse sind eine tolle Sache in der Diät, weil man einfach wenig Kohlenhydrate hat, wenig Kalorien, ein bisschen zu Volumen kommt im Essen. Manche Männer trauen sich da schwer ran, aber Gemüse ist eine tolle Sache. Man kann die noch ein bisschen verfeinern mit Dips. Man kann Gemüse toll mitnehmen, man kann das Rohkost essen, man kann es kochen. Ich gehe jetzt halt mal auf die Rohkost ein und auf die Dips. Lässt sich auch immer gut mitnehmen. Ich stelle euch jetzt mal ein paar kohlenhydratarme Freunde vor. Da haben wir zum einen den Staudensellerie. Kennt man meistens aus amerikanischen Steakhäusern. Ist eine ganz leckere Sache, die man einfach so snacken kann. Man kann ihn auch kochen, aber wir zeigen heute mal die Snack-Variante. Dann Paprika. Bei Paprika immer wichtig. Gelb ist noch okay. Grün ist super. Rot ist meistens zu süß. Dann Avocado. Darf in keiner ketogenen Ernährung fehlen. Das ist eine schöne Fettfrucht mit sehr guten Fettsäuren. Sehr viele Varianten. Man kann Soßen draus machen, Dips draus machen. Man kann es einfach roh essen. Man kann sie einfach nur ein bisschen Essig essen, mit Öl essen. Dann die gute alte Gurke. Bei Gurken ist immer wichtig, Bio kaufen. Dann muss man sie nicht schälen. Die Schale macht die Gurke einfach sehr knackig. Und gibt nochmal so ein bisschen Geschmack dazu. Das ist immer ganz wichtig, vor allem wenn man sich Sticks schneidet. Und dann noch sehr lecker, gerade zum Snacken. Radieschen. So, und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie man das gut vorbereiten kann, um es mal auf die Arbeit mitzunehmen. Oder mal unterwegs auf eine Reise, auf eine Bahnfahrt, auf eine Busfahrt. Der Staudensellerie hat außenrum Fasern drin. Da kaut man ziemlich lang drauf rum. Wenn man das jetzt nicht will, zieht man die einfach mit dem Messer raus. Nimmt die vorne und zieht die raus. Der ist jetzt ziemlich frisch, deswegen geht das ganz gut zu essen. Stellen wir jetzt einfach in ein schönes Häppchen, damit wir nachher schön fingerfoodmäßig essen können. Man merkt schon, wie schön knackig der ist. Das ist schön mit Biss. Jetzt kommen wir zur Gurke. Gerade wenn man die Gurke mit Haut isst, kann man ziemlich gut Sticks draus machen, weil die einfach schön fest sind, halten sich auch ziemlich lang. Dazu halbieren wir die Gurke und schneiden dann drei Scheiben raus und halbieren das Ganze nochmal. Bei der Paprika entfernen wir erstmal den Strunk. Hier schneiden wir auch einfach schöne Streifen. Die Avocado halbieren wir erst einmal der Länge nach. Einmal um den Kern rumschneiden. Ein bisschen drehen, offen. Viele fragen sich, wie bekomme ich den Kern hier raus, ohne jetzt die ganze Avocado kaputt zu machen. Gibt es einfach einen Trick. Man sticht einfach, man nimmt die Avocado, sticht von oben in den Kern rein. Und dann wird einmal ein bisschen gewackelt. Ja, so nicht. Egal. So geht's auch. Wenn so ein Kern ganz ist, kann man ihn auch immer schön einpflanzen. Dann nimmt man einfach den Kern, legt ihn 2 Wochen in Wasser und hängt ihn dann übers Wasser, dass er noch so ein bisschen im Wasser ist. Und dann sieht man, wie schön die Pflanze rauswächst. Und wenn man Glück hat, wächst er im Wintergarten oder auf der Fensterbank. Aber einen großen Baum kann man da nicht erwarten. Mit einem Löffel versuchen wir jetzt,
das Ganze rauszuholen, ohne es allzu sehr kaputt zu machen. So. Mal uno. Avocado ist immer ein bisschen schwerer zu mitnehmen. Wenn man Avocado für die Arbeit vorbereitet, dann doch lieber eine etwas härtere Avocado nehmen. Die reift dann noch schön nach bis zur Arbeit und zerfällt nicht ganz so arg und wird nicht so braun. Wir schneiden einfach grobe Streifen. Jetzt kommen wir noch zu unseren Radieschen. Die waschen wir erstmal. Gerade kleinere Radieschen eignen sich wunderbar dafür, auf die Arbeit mitzunehmen, kurz vor zwischendurch mit einem kleinen Dip. Die hier bereiten wir jetzt ein bisschen vor, dass sie ein bisschen mundfeiner sind. Wir schneiden den Strunk und den Stiel ab. Und grobe Rädchen raus, dass man so ein bisschen was beißen kann, nicht zu fein. Im Salat gerne auch mal fein. Radieschen haben den großen Vorteil, dass sie sich ziemlich lange halten. Also man kann die auch mal mitnehmen, wenn man ein bisschen länger unterwegs ist, wenn man ein bisschen weiter vorplanen muss, wenn man mal länger arbeiten muss, wenn man was für den Abend einpacken muss. Wie gesagt, brauchen wir eine Avocado. Bei Avocado ist immer wichtig, dass sie schön reif ist. Das merkt man, wenn man ein bisschen drauf drückt und die ein bisschen nachgibt, nicht zu viel nachgibt und auf keinen Fall Hohlräume drunter hat. Dann ist er nämlich ein bisschen zu durch. Dann nehmen wir eine Zitrone zum Säuern und Creme fraiche zum Würzen, Salz, Pfeffer, ein bisschen Knoblauch und Olivenöl. Als erstes halbieren wir die Avocado. Lösen den Kern raus. Da ist er schon. Jetzt holen wir das Mark raus. Schon mal etwas kleiner, dass wir es nachher ein bisschen leichter haben. Ich gebe das mit in die Schüssel. Salz, Pfeffer, Olivenöl. Hier würde ich ein Olivenöl nehmen, das nicht ganz so stark ist. Da ist das Griechisch schon mal gut, das ist ein bisschen angenehmer und nicht ganz so sauer. Jetzt nehmen wir den Knoblauch. Etwas kleiner.
schön drüber. Dann nehmen wir die Zitrone. Je nachdem, wie sauer man es mag. Man kann es gerne ein bisschen saurer machen. Oder auch mal nicht so sauer. Kommt mal drauf an, wie man den ganzen Tag gegessen hat von den Basen her. Zu den Basen haben wir auch noch ein kleines Video gemacht. Das könnt ihr euch hier oben mal angucken. Wir machen es jetzt mal mit einer Gabel klein. Man kann es auch im Mörser machen, aber eine Gabel reicht da auch aus. Wir zerkleinern erstmal die Avocado ein bisschen. Sieht aus wie eine Matschepampe, aber sehr intensiv. Wenn man es ganz homogen mag, kann man es gerne auch in den Mixer jagen. Wir machen es jetzt mal ein bisschen gröber, damit es was zu beißen hat, ein bisschen verschiedene Nuancen schmeckt.